Schnippel die Schnapp und hallo Rio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Splinter Cell Blacklist in Koop-Modus mit mir, dem Nefkara. Und mit mir, dem Delco. Oh Gott. Ja, dem Delco, oh Gott. Ja, ja. Erst beides, erst Delco und Gott. In einer Person. Auf jeden Fall. Aber Michi, ich glaube echt, dass wir die Mission schon gespielt haben. Nein, ich kann hier die anderen gar nicht einstellen. Hier, guck, die haben wir gemacht. Schmugglerversteck. Wo wir hier in der Wüste rumgelaufen sind. Und das sind die einzigen, die ich anwählen kann. Wir haben nur die eine gemacht. Ja, okay. Ja, okay, ja. Wir machen die nächste Briggs-Mission und ja, wir haben ja eh schon alle komplette Ausrüstung, also starten wir einfach. Ich glaube, wir haben letztes Mal gesagt, dass wir auf Ghost spielen, die Briggs-Mission. Ja, machen wir auch, deswegen habe ich meine Stealth-Klamotten dabei. Warten und, Sie auf Lefkar, ja. Los geht's! Wenn ich auch ganz schnell SMS schreibe. Ja, ich muss auch noch kurz was schreiben. Okay, ich bin soweit. Ach ja. Und vorher habe ich natürlich noch GTA aufgenommen, also heute richtig Aufnahmetag und wir halten die Kappe. Ja. Gol Hotom. Auto Verkehr. Wrestling Fan, du sagtest nicht töten, du hast nicht gesagt wie. Je leiser, desto besser. Grim, wir sind jetzt da. Rücken vor. Verstanden. Okay. Eure Aufgabe besteht darin, die Voron-Agenten zu finden und wieder... Ich hab jetzt schon Start gedrückt. Bei dir sieht man das, glaube ich, gar nicht, oder? Wie Start? Ich hab bei mir gerade Start gedrückt. Ich muss gerade in die Einstellungen reingehen, weil mir fällt nämlich gerade auf, dass es eine sehr ruckelige Mission ist. Wie viel FPS hast denn du? 12. Das ist aber nicht gut. Nein. Werde ich auch gerade mal was umbasteln. Ihr seht hier, wenn ihr das aufnimmt, dann könnt ihr mit Hilfe hiervon die Grafik wieder normalerweise wieder hochpushen. Beziehungsweise ja, wie machst du das jetzt? So, und die Ruckler sind wieder weg. Hä? Wie hast du das jetzt gemacht? Einfach bei Grafik Anti-Kantenglättung rausmachen. Lol. Weil ich hatte eine neue Version von GeForce Experience. Lol, sind das viele Gegner. Ja, wir spielen ja Ghost. Ja. Also Ghost bedeutet einfach. Ich hab die coole Sniper. Ich hab die auch. Und wenn du Kantenglättung aus und an machst, beziehungsweise nur aus oder an, dann geht die Grafik lol. Dann geht. Ach, ich muss Reflexe. Dann geht's halt wieder an. Also dann gehen die Frames wieder hoch. Ich will aufs Haus. Ich hab die an. Und bei mir, ja. Ja, bei mir ist nur, wenn ich nicht aufnehme, funktioniert das gut. In Aufnahme eher. Ja, das stimmt. Das war bei mir im Singleplayer auch so. Alter, dunkel das ist. Ja, das ist aber gut machbar, hier durchzustellen. Ja, ich will, genau das wollte ich auch gerade machen. Oh oh. Nee, Hammer. Gut, wir gucken gerade alle weg. Alter, gemeinsam durchbrechen. Aufheben. Hier kannst du diese Betäubungspistole oder die Armbrust aufheben. Komm mit. Alter, das Teil müssen wir aufbrechen. In Position, warte auf. Das finde ich jetzt aber nicht so gut. Ich auch nicht. Ey, wir dürfen auch gar nicht tödlich, habe ich gerade gelesen. Hat keiner mitbekommen. Alter, das liegt. Im Scheinwerfer kann ich die Scharfschützen sehen. Siehst du ihre Laserzielgeräte? Ja. Also schön leise sein und den Kopf einziehen. Alter. Warte, rechts auf deiner Seite kann man, glaube ich, gut lernen. Ich guck mal. Auf meiner Seite geht das nicht. Geh schnell. Der Scharfschütze da oben ist ein bisschen scheiße. Ich will ihn aber nicht wegballern. Aber wir können ihn betäuben, wenn wir da reinkommen. Ich komm da rein. Warte. Ich hab den Scharfschützen schon. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir die gleichen Lichter haben. Ja. Ist mir eben schon am... Oh, ich glaube, ich habe einen Weg, wie wir an den vorbeikommen. Das ist gut. Hier hoch, ne? Ja. Ja, die bekommen... Oh, Scharfschütze! Boah, der sieht mich nicht. Der sieht mich nicht, zum Glück. Ja, aber das war auch schon eng. Weiter. Und erstmal 100 Punkte für Erkundung. Oh, der ist Scharfschütze. Ja. Oh. Warte.
Wir gehen hier noch nicht runter. Wenn er wegguckt. Jetzt, gib Gas. Da ist einer. Bist du gerade vor auf ihn draufgefallen? Ja. So. Wir haben das Datenpaket nicht. Ach scheiße. Wo ist das? Das ist direkt hier, glaube ich. Ja. Ich will den nicht tasern. Warte. Aber müssten wir wohl. Machst du oder soll ich? Ich mach schon. Ich hab... Na super, wir haben's verkackt. Ich hab's verkackt. Was hast du geschossen? Ich hab Geräusch... Ich hab keine Ahnung, was ich an dem Teil drin hab. EMP, Haftschocker. Jetzt habe ich erst Haftschocker drin. Ah, ich wurde gesehen. Nein. Ja, guck, wir haben sogar direkt verloren, wenn wir entdeckt sind. Das finde ich gut. Ich auch. Mann, wie ich... Ich habe zu lange kein Splinter Cell mehr gespielt, muss man dazu erwähnen. Ja, ich habe auch nur Multiplayer gespielt, jetzt irgendwie in letzter Zeit. Ich habe Splinter Cell sogar schon deinstalliert gehabt. Echt jetzt? Ja, ist mir gestern erst aufgefallen. Oh, das ist übrigens auch der Grund, warum gestern kein Koop-Boss kam. Im Scheinwerferlicht könnte ich die Scharfschützen sehen. Heute. Ja, also warum das so spät heute kommt. Also schön leise sein und den Kopf. Weil wir nehmen es gerade erst frisch auf. Ja. Aber wie gesagt, von mir aus können wir ein bisschen länger aufnehmen. Oder heute Abend dann nochmal, dass wir Montag was haben. Du kannst hier einfach durchgehen. Alter, was für Mongo ist das? Ja, den Sniper, der sollte aber weg. Ich sehe das Datenpaket. Das Datenpaket ist beim Auto. Das ist auf dem Auto drauf. Wenn du aufs Auto kommst, hast du das Datenpaket. Ja, du hast es. Was hast du da, Briggs? Ich habe einen toten Briefkasten geleert. Sauber, wir haben's. Jetzt verziehen wir uns wieder auf die Art und Weise, wie wir es eben gemacht haben. Wir sind einfach im Wahn. Auf jeden Fall. Fährt wieder hier hoch. Scharfschütze guckt gerade eh rüber. Perfektes Timing. Oh, läuft doch. Unentdeckt bleiben und kein Personal töten. Das ist eigentlich genau das, was wir an Splinter Cell auch mögen. Genau das. Ja. Dominik und ich haben... Okay, ach, hier ist doch noch kein... Lol, doch, warte. Unter mir ist einer. Nee, ist nicht. Ja. Dominik und ich haben das Spiel ja gespielt, ohne die Online-Wertung sich durchzuschauen. Ja. Erst danach habe ich rausgefunden, dass das Spiel gerade mal 84 hatte. Kein Wort. Ja. Schade eigentlich drum. Ach, das stimmt, aber es macht mir viel mehr Spaß als Conviction. Ja. Ich warte, bis der Sniper weg ist. Jetzt. Nee. Bereit, wenn du es bist, Briggs. Okay. Hier sind wir fertig. Geh Alter, wir sind so gut. Perfekt. Läuft viel Punkte. Oh Gott, wie geil. Da ist eine Kamera und ein Typ mit seinem Spielzeugauto. Wir können einfach über die rüberklettern. Hab ich vor. Toll, das wird ja immer besser und besser. Pass auf, hier ist auch so ein Typ mit seinen... Da können wir rein. Wo sind die Cam? Direkt hier hinter. Ach so. Ah, hier, guck mal. Komm schon zu dir rüber. Aber theoretisch können wir auch komplett ohne hier lang zu laufen. Warte, hier rum. Ach, hier rum kommen wir gar nicht. Scheiße. Doch, du kannst wahrscheinlich... Können wir an der Kamera einfach vorbeilatschen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Unter ich hab eine Idee. Du kannst runterspringen und dann da hinten ins Dunkle. Ich warte noch mal kurz eins ab. Ich warte, bis der Typ weg ist. Wir kommen nicht gerade runter. Lass ihn in Ruhe. Brauchen wir theoretisch gar nicht. Ja, wenn er da jetzt wegläuft, dann ja. Wir sind beim Unterwerk. Ich warte schon auf der anderen Seite auf dich. Ihr werdet die Schalter gemeinsam umlegen. Lauf doch weg, du Mongo. Hören wir uns auf, um sie auszuschalten. Klingt gut. Gut. Jetzt. Warte. Nein! Oh. Jetzt komm rein! Puh! Geht doch! Zwei Kameras! Da vorne fährt die Drohne, direkt hier hinter, wo das Licht so voll übel scheint, da fährt die Drohne rum. Kann ich nämlich schon sehen. Einer geht zu A, einer zu B, oder wollen wir zusammen versuchen? Ich würde sagen, einer A, einer B, das geht ich schon. Ich gehe gerade zu B. Ich überlege gerade, ob ich die Kamera hier kaputt mache. Müssen wir. Obwohl, die hat einen toten Winkel, wenn du direkt unter ihr bist. Oh, bei mir ist eine Drohne. Wir haben beide einen toten Winkel, ich bin schon dran vorbei an den Kameras. Ich habe die erste Drohne, musste ich ausschalten. Oh, bei mir kommt noch eine Drohne. Kein Ding.
Ich hab hier schon. Lol, wir müssen das zusammen abschalten. Ach, wir müssen sie gleichzeitig abschalten. Bin bereit. Ja. Alter, wir sind so gut. Oh, wie gut wir sind. Ich musste nicht mal was... Oh, komm, Typen. Seid vorsichtig. Der Sicherheitsdienst sucht nach der Ursache für den Stromausfall. Das ist unsere Chance. Gehen wir rein. Ja, komm hier zu mir. Komm zu mir rüber, schnell. Wir können hier lang gehen. Jetzt dürfen wir entdeckt werden, so wie ich das jetzt denke. Aber ich will nicht. Ja, ich auch nicht, aber nur mal so. Achtung! Wo soll's hingehen? Wieso, ich bin doch schon weg. Am Graben entlang bis zum Zugangspunkt. Was sind die Sicherheitsvorkehrungen? Nein, ich bin doch schon durch gewesen. Du darfst immer noch nicht entdeckt werden. Oh ja, stimmt. Außerdem war ich schon durch. Du warst schon durch? Ja! Ach so. Ich bin einfach durch die Tür gegangen. Ich dachte, die haben dich entdeckt. Nö. Ach so, weil dann habe ich die so getasert. Ach so. Du hast die getasert, da war ich schon weg. Hier, guck. Die sind voll dummlich. Geh hinter mir her, mach so nah an. Was sind die Sicherheitsvorkehrungen? Landminen. Seid vorsichtig. Oh, Minen. Hast du so Nahbrille an? Alter, ist das knapp hier durch. Alter, die beiden sind eng. Ja, da gehe ich auch lieber so rum. Ich sehe auch ohne Brille. Ohne Brille finde ich es ein bisschen besser, weil ich habe so eine komische, wo alles runter ist. Die Sonarbrille sieht es eigentlich ziemlich gut. Komm, wie schon, wir beleuchtet sind. In Bewegung bleiben. Ja. Okay, perfekt. Wieder keinen einzigen Typen ausgeschaltet. Ja. Wie ausgewichen? Wir haben Panther bekommen. Echt jetzt? Ja. Was uns nicht entdeckt, kann man auch nicht ausweichen. Wie dummlich. Kann man den LKW hoch? Na, ja, kann man. Sauber. Ja, warte mal. Ah, ja. Oh, oh. Ich bin schon auf dem anderen LKW drauf. Ach, verdammt, die haben wieder Strom. Dachte, du liebst Herausforderungen. Weg hier, bevor uns jemand entdeckt. Herausforderung ist gut. Ich bin auf dem anderen LKW. Strom ist scheiße. Ich bin schon auf dem anderen LKW. Ich muss auf den anderen Typ hier warten, bis ich an ihm vorbeikomme. Ich bin am überlegen, wie ich das mache hier mit denen. Rein theoretisch. Bist du im Dunkeln bei deinem LKW? Ja. Boah, der hat mich gerade angeleuchtet, der Typ. Bin ich direkt runtergejumpt. Weg! Hinter mir ist einer. Ich weiß, ich muss aufpassen. Schieß ihn an. Nee, lass mal. Der sieht uns hier oben nicht. Ich bin schon fast durch. Ich bin hinten bei der Tür. Schnell hier hinter. Nein! Wie konnte der dich sehen? Nein. Was ist denn jetzt los? Hab ich doch gehört. Ja, wir sind alle verreckt. Ja, PC-Crasher wurde entdeckt. Es steht 3 zu 0, sagst du? Ja, ich weiß nicht. Ich bin ganz schön. Nee, warte, 3-1. Ich hab auch schon einmal verkackt. Wenn wir uns jetzt hier beeilen, kommen wir vielleicht noch im Dunkeln durch. Ja, total. Dann ist aufpassen. Sofort ein Taxi los. Also ich würde einfach sagen, wir springen über die LKWs. Ich kam darüber ziemlich leicht rüber. Ja, ich auch, aber ich konnte dann nicht in Deckung, weil du da warst und dann haben die mich gesehen. Können die abwechselnd dahin latschen? Ja. Ich gehe aber direkt zum zweiten. Ja, ich auch. Oh, bleib oben. Sieht aus, als gäbe es hier wieder Licht. Pass auf. Ja, ich bin hier hinter der Kiste. Die Frage ist, ob die hier gleich langlatschen. Oh Gott. Na klasse. Dachte, du liegst. Bleib da, verlieh dich dann nicht. Ja, aber die anderen kommen doch bestimmt auch hier lang, oder? Nee. Ich glaube, der kommt jetzt hier lang. Wenn der hier lang kommt, muss ich den ausschalten. Ja. Solange du auf nicht tödlich hast, dann. Nee, wir können gar nicht auf tödlich halten. Wir haben kein Messer. Der andere hat es nicht mitbekommen. Nein, ich werd gesehen! Ich werd gesehen! Ich werd nicht gesehen! Ich werd gesehen! Ich werd nicht gesehen! Alter, ich muss den Typen. Oh. Warte, beweg dich nicht. Der sieht hier den K.O.-Typen, glaube ich. Oh, mach dich mal. Ja, den sieht er.
ist erledigt. Der ist auch kaputt. Es kann sein, dass wir jetzt hier die ganzen Typen wegknallen müssen. Das ist der nächste. Oh Gott. Ich schmeiß gerade den Typen hier weg. Wir können durchschlüpfen. Okay, lauf. Oh, oh. Schnell, komm her. Komm her. Teamwork, ach, du spielst mit Tastatur? Ja. Warum? Keine Ahnung. Ich hab mich voll dran gewöhnt. Anscheinend hat Voron die Sicherheitskräfte überrannt. Verstanden. Ihr habt Erlaubnis, Voron-Einheiten zu töten. Tun wir, was nötig ist, um die Bombe zu sichern. Nein, tun wir nicht. Weiter zum Kernmontagebereich. Auf dem Weg. An der Tür ist ein Retina-Scanner. Grimm, können wir Charlie auf die Tür ansetzen? Befehl befolgen. Keine Zeit. Hilf mal. Eins, zwei, drei. Klasse. Ey. Wieder Panzerpunkte. Weißt du warum? Warum? Weil die quasi wussten, dass wir da sind wegen dem Strom. Ja, ich glaube auch. Aber ich fand es jetzt cool, dass ein Retina-Scanner doch hier in dem Spiel war. Das fand ich jetzt cool. Der erste Retina-Scanner, den ich gesehen habe. Ja. Sonst waren die echt in jedem Teil, außer in Conviction, aber gar keine. In Position, warte auf dich. Lol. Hm? Wir sind schon 20 Sekunden hinter dem Zeitplan. Wir haben Sichtkontakt. Sie entfernen den Sprengkopf der Rakete. Mach schnell! Wie lautet der Plan? Rakete wird in Position gebracht. Mach jetzt den Sprengkopf ab. Wir gehen auf Nummer sicher. Alle erledigen. Was? Wir müssen alle töten. Das gefällt mir jetzt nicht. Ja, töten ja. Nicht. Tödliche Gewalt ist jetzt ja erledige. Neutralisiere. Aber wir kriegen eh so oder so Pantherpunkte. Weil die wissen, dass wir da sind. Also erschießen können wir sie auch. Nee, oder wollen wir die betäuben? Dann sind die ja auch weg. Da kriegen wir aber Ghost. Hoffst du? Ja, okay. Lass mal hier betäuben probieren. Ja, hier ist der einzige Weg leider. Fällt mir gerade auf. Warte, man kann ja auch ganz nach unten. Alter. Hier will man auch gar nicht lang. Oh, hier unten geht, wenn du hier unten rausgehst, ist direkt alles dunkel. Ja, ich komme auch da lang. Ich habe hier die Tür zugemacht. Da will man nämlich nicht lang. Die haben Nachtsichtgeräte. Das bringt ja, ich uns weiß. Nicht. Warte. Pfeifen was? Komm her. Psst, psst. Der ist noch nicht gepanzert, oder? Nee, ist er nicht. Der hat so ein Panzerzeichen. Komm her, Schmucki. Zack. Da oben ist ein Laptop. Ziel neutralisiert. Jo, ich gehe zum Laptop. Mhm. Da oben ist ein Typ drin. Lol, hier sind auch zwei. Hier sind überall welche. Ich bin schon beim Laptop. Siehst du? Hä, ich war im Dunkeln. Ach, der macht die Geräte. Hä, warum kann man die nicht killen, wenn er kann? Die sind mehr oder weniger gepanzert. Ich bin schon tot. Lol, bei mir stehst du wieder. Bei mir steht gefallen. Ja, bei mir jetzt auch, aber du bist bei mir gerade im letzten Moment nochmal aufgestanden. Ich bin halt super leicht. Ja, die haben ja Nachtsichtgeräte, aber ich fand das jetzt gar nicht so schwer. Also ich bin ziemlich leicht da reingelaufen. Ja, das geht. Ich überlege gerade, ob man muss ja nicht ganz runtergehen. Ich fand ganz unten eigentlich ganz angenehm. Ja, tödliche Gewalt und bla bla bla. Dann könnt ihr auch killen, wenn du willst. Ich hab meine Sniper, dann ist das ein bisschen leichter. Ja, ich hol mir den Laptop. Hab den ersten. Ich auch. Hol ich mir den zweiten, und zwar den beim Laptop. Ich bin jetzt da lang gegangen, ich bin nicht ganz runter und hier geht's eigentlich auch voll gut. Ich hab schon den nächsten. Und den Laptop habe ich auch. Okay.
Ja, aber so schwer ist die Stelle nicht. Nö, aber wir sind auch eigentlich geübt. Und wenn du willst, können wir den Rest wegsnipern. Das sind nämlich noch zwei. Ach nee, komm. Die krieg ich auch so. Wenn wir schon bei uns angefangen haben, dann... Ja. Wie viele sind's noch? Einer? Zwei. Der wird oben, mir als oben angezeigt. Grim, Raum gesichert. Ja. Ihr müsst das Extraktionsprotokoll umkehren. Klingt das nur kompliziert oder ist es das auch? Es ist so. Ich gehe Schritt für Schritt euch durch. Erst müsst ihr mit dem Kran den Sprengkopf aufnehmen. Was? Okay. Ah, hier, ich bin hier an einem Knopf. Charlie, wir haben den Sprengkopf aufgenommen. Cool. Sam, hier nähern sich weitere Voron-Einheiten. Jetzt kommen die nächsten Mongos. Ich hab's dunkler gemacht. Willst du wegsnipern? Ja, komm. Ich hab jetzt auch auf Messer gemacht. Hauen wir die weg. Bleib stehen. Der erste ist tot. Da ist der zweite. Da ist der dritte. Da ist der vierte. Ja, es geht voll schnell mit dem Scharfschützengewehr. Fünfte. Alarmiert die anderen. Ziel ist neutralisiert. Bam, Headshot. Und Alter, ich muss nachladen. Mann! Ja, weil ich nachladen musste. Achtung, Granate los! Sind trotzdem alle tot. Ah ne, bei dir sind noch welche. Da sind schon viele, die kommen auch, die spawnen quasi wieder neu. Granate! Vorsicht, Granate! Bam. Raum gesichert, was jetzt, Charlie? Du musst den Sprengkopf wieder in die Rakete stecken. Bestätigt. Okay. Bereich gesichert. Na, da hinten. Ach man, ja, das hab ich auch gerade gesehen. Mal hoch. Okay. Kannst du das System hacken, Briggs? Warum mein steht der jetzt so komisch da? Sprengkopf gesichert. Es kommen weitere Einheiten. Hast du auch diese fette Pistole? Ja. Die ist voll geil. Ach, jetzt campen wir hier. Also in der Theorie kann ich mir den Sniper wegballern und den Fetten direkt hinterher, wobei die wissen ja dann, wo ich bin, theoretisch. Schande. Ziel ausgeschaltet. Wurde ich jetzt entdeckt oder wurdest du entdeckt? Ich habe noch gar nicht geschossen. Dann wurde ich entdeckt, das ist gut, da kannst du die vielleicht wegsnipen. Dann habe ich jetzt so ein bisschen die Aufmerksamkeit. Ja, ah, ich hab auch Aufmerksamkeit auf mich gelenkt. Da sind sie wieder alle tot. Nee, nee. Ach, da hinten. Das war. Der war aber so ein fetter, ne? Ich höre noch welche Baller an. Ja, aber ich sehe keine. Ja, wo sind denn die Mongos? Ach, da. Hinten an der Tür. Hm, ich sehe keinen. Ich hab den schon erschossen. Ich wasche den nochmal vor. Und jetzt? Ich habe gerade einen Funkspruch gehört oder so. Ich habe aber gerade gesagt bekommen, speichern und sowas. Ah! Ich weiß schon, wo er ist. Wo ist der? Links in der Ecke. Alles klar, Charlie. Und das war's. Schafft die Rakete zurück in ihr Silo. Da wird sie dann durch ein Zeitschloss gesichert. Alle Ziele bekämpft. Okay, dann drück mal. Bereit, wenn du es bist. Ja. Machen wir weiter. Warum so geduckt? Hier ist eh keiner mehr. Ja, das frage ich mich auch gerade. Verdammt, ein indischer Eingreiferband. Euer Weg ist abgeschnitten.
Oder ob wir sie so einen Mongo einfangen. Das ist nicht dein Ernst. Das ist kein Problem. Okay. Alter, wie viele gekommen sind. Wir werden es rausfinden. Oh, la. Okay. Hast du schon entdeckt? Entdeckung. Die wurden auf der Karte bei mir nicht angezeigt. Ich dachte, die wären noch nicht da. Ich stehe unter Beschuss. Fahr weg. Lass dir Zeit. Ja klar. Das reicht schon. Oh. Wir sollten in der OP sein, bevor wir da nochmal einen Haufen fahren. Ach, das Gefühl, das fett. Wow! Warte. Ich bin gerade weggeknickt. Nein, das ist der Falsche. Ich bin der Hilfe braucht, nicht der. Ja, okay. Oh, du bist so am Arsch! Du bist so am Arsch! Ja. Ach, du bist getötet worden von der Granate. Genatzt. Hey, warum muss man jetzt alles wegballern in der Mission? Voll scheiße. Am Scharfschützen, das ist die beste Waffe, die man hat im Spiel. Ja. Irgendwie. Alles klar, Charlie. Was jetzt? Okay. Der Dicke kam von da hin. Kämpfe ich jetzt an der Tür. Ach, wir müssen ihn zurück ins Silo pappen. Wir haben noch nicht. Briggs, ich warte auf dich. Und dann verziehen wir uns direkt. Geh dann eine Ecke. Ich geh nach rechts. Du noch. Ich geh nach links, weil ich stehe ja eh schon links. Ja, ich stehe auch schon rechts. Komm. So, und direkt hier rüber klettern und runterjumpen. Und direkt hoch. Indischer Eingreifverband. Euer Weg ist abgeschnitten. Wo wollt ihr direkt hinter die Kiste stellen? Das ist nicht dein Ernst. Sekunde. Alles überprüfe. Okay, ihr könnt der Rakete nach draußen folgen, wenn Vora nicht den Weg blockiert hat. Die stürmen! Was sind das für Mongos? Wohin stürmen die? Ja, ich hab den markiert, den wir einfangen müssen. Ich bin, ich hab mich ins Gebäude gedingstet, okay? Ich hab den wieder einfangen. Kein Ding! Ich hab ihn nicht fixiert und markiert. Der liegt ja jetzt auf dem Boden bewusstlos. Könnte ein Sunny gebrauchen. Shit. Ja, und der jemand, der schießt, bewegt sich hier gerade von A nach B und versucht dich irgendwie zu retten. Ja, lass dir ein bisschen Zeit. Aber nicht zu viel, bitte. Alter, wie viele hier sind! LOL! Ziel ausgeschaltet. Ja, perfekt. Jump hier drüber! Go, Sam! Michi! Ich komme! Nein! Was ist passiert? Ich hab Headshot. Das... Nein, das sind so viele! Alter, wir müssen hier besser hinkriegen. Das ist echt übel. Eigentlich bräuchten wir hier Sprenggranaten und sowas. Ich bräuchte ein dickes MG. Und einfach irgendwo verkämpfen und... Alles klar, Charlie. Ja, wir wissen, was kommt. Schaff die Rakete zurück in ihr Sieg. Warte. Ja, komm. Warte. Ich warte auf dich. Aber du darfst nichts bum bum machen. Da kommt doch der raus, den wir betäuben müssen. Ich weiß. Landmine ausgebracht. Landmine wurde aktiviert. So. Komm schon, bring wir es hinter uns. Ich hab Kontaktschocker überall hingelegt. Was drüber trippelt, das war bzzzt. Wenn ich Glück habe, mach ich jetzt einen Multikill. Okay, dann los. Beide Türen sind mit Kontaktschockern voll. Hast du keine dabei? Nein, hab ich nicht. Verdammt, ein indischer Eingreifverband. Euer Weg ist abgeschnitten. Ein indischer Eingreifverband. Das ist nicht dein Ernst. Sekunde. Überprüfen. Okay, ihr könnt der Rakete nach draußen folgen, wenn Vora nicht den Weg... Ha! Safe Knockout. Ein paar Dinger sind über meine Dingsbums gelaufen. Ich bin voll am Arsch. Alter! Alter! Was hab ich noch? Ich hab den wir gefangen nehmen müssen. Pass mich.
Die wissen nicht, wo ich bin. Ich versuche die von hinten so ein bisschen. Grim, deine wichtige Zielperson wartet auf dich. Ich bin in eine Rauchgranate gelaufen, hab mich selbst versteckt. Als nächstes kommt mein Schlafgas zum Einsatz. Fuck you so much, Schlafgas Action! Ja man, es hat geklappt! Schlafgas hat die Typis bewahrt. Alter, da kommen noch mehr! Oben kommen noch mehr! Oh, Deckung wechseln! Oh shit! Alter. Ich stecke ganz schön tief in der Scheiße. Michi, ich weiß nicht, ob ich sterben werde. Meinst du so wie ich? Bist du tot? Nein. Nicht tot, wer wüsstest du das schon? Schmeiß Haftschocker! Ich komm. Tränengas! Stimmt, Tränengas habe ich auch. Werfe Tränengas! Was sind du noch? Das sind nicht mehr viele. Das macht mich fertig. Hast du noch Rauchgranaten? Das ist Tränengas. Wir haben es geschafft. Los. Haftschocker! Letzter Gegner ausgeschaltet. Ach verdammt. Hä? Ach so, lol. Es ist jetzt aber öde, dass wir von hier hochkommen müssen. Da kann man doch hochklettern. Ich habe noch eine Tränengranate. Warte, ich habe noch eine. Ich habe noch zwei Blendgranaten. Richtig gut wäre hier gewesen Haftschocker, Schlafgas ist hier ziemlich gut und Rauchgranaten zum Verstecken. Ja. Sam, Brick, ihr müsst sofort da raus. Wie wär's denn mit einer Richtungsangabe? Folgt der Rakete. Sie wird eine Tür zum Hangar passieren. Von dort kann ich euch abholen, wenn ihr euch beeilt. Okay. Einen Moment. Ich muss das Türschloss hacken, sonst kommt da keiner durch. Okay, das Schloss ist geknackt. Es geht weiter. Alter, wir sind so am Arsch. Ich hab das Gefühl, da kommen jetzt wieder voll viele Typen, die wir wegballern müssen. Ich hab das Gefühl, dass jetzt wieder so ein Call of Duty Abschnitt kommt, wo alles in die Luft fliegt und wir müssen fliehen oder sowas. Das könnte ich mir... LOL! Was? Sprinte! Ich wusste, dass sowas kommt, das ist doch klar. LOL, wir schweben bei mir. Lauf! Ich hab's geschafft. Du bist doch hier neben mir. Ja, stimmt. Alter. Oh Gott, lauf! Alter, was ist das? Ja, was ist das denn? Die Türen schließen sich. Ja, sehr gut, wir laufen. Ja, los, nein, schneller. Alter, was ist das, rennt schneller. Wicks, nach hinten. Oh Gott. Alter. Wie behindert das war. Scheiße, sind umzingelt. Wir sollten uns schon mal Alibis ausdenken. Grim, ich mache den Skyhawk klar. Verstanden, Hubschrauber kommt. Was geht denn jetzt ab? Alter. LOL. Raketenlager, Raketenanlage, Leistung 50.000. Alter, wir haben keinen Ghost bekommen. Mann, aber nur weil das auch nicht ging bis zum Ende, sonst hätten wir das gemacht. Ja, aber wir haben hier, obwohl... Alter, nein, wir müssen noch Ghost gemeistert haben, oder was? Ich glaube, uns fehlen 25 Punkte. Ja. Nein. Ein Knockout mehr. Ein Knockout weniger. Ja, oder so. Nein. Wir haben so nicht so Alter, schlecht gemacht, also der Anfang war noch cool. Ich habe eine Million gerade gekriegt, also ich habe eine Million. Oh, ich habe Assault Gold. Ich auch, oh nee. Genau das Gegenteil von dem, was wir wollten. Ich glaube da, ach da, lol, ich, ja. Mann, aber wir hatten fast Ghost, nein, scheiße Assault. Oh Mann, shit, ey. Ja, wenn du willst, können wir direkt die nächste noch aufnehmen, dann haben wir noch. Ja, das wäre dann die letzte schon. Die letzte, Bricks? Das ist die letzte schon danach. Dann ist die dritte. Es gibt doch immer vier, weil wir diese Deluxe-Ding haben, oder nicht? Ja, da waren aber doch nur zwei dabei. Nur zwei Deluxe-Versionen, Alter, wie wir beide über 10.000 Punkte. Aber Ghost, da fehlt... Oh nein, das ist so schade. Ja. Fortsetzen, ja. Ja, Missionseinstellungen. Jetzt kommt die Voron-Abteilung, Perfektionist. Ja.